Hallöchen, heute ist der 30. Oktober und somit das vorletzte Türchen für die Bianca von unserem Halloween Adventskalender. Ja, morgen ist es vorbei, noch ein Türchen und dann war es das auch schon wieder. Schade, naja. Mein Kärtchen zum 30. Oktober, es steht drin. 1 plus 1 macht 2, die Hexen kochen Brei. 2 plus 2 macht 4, sie brauen sich ein Hexenbier. 3 plus 3 macht 6, lustig tanzt die Hex. 4 plus 4 macht 8, heute ist Walpurgisnacht. 5 plus 5 macht 10, die kleine Hexe muss nun schlafen gehen. Jo, das ist die Nummer 30. So, und jetzt kommen wir dazu. Und zwar gibt es eine Schubladenbox für die Bianca heute. Für diese Teile hier habe ich eine Stanze. Das ist also eine Stanze. Die Schachtel, wo man dann noch falzen und zusammenkleben muss. Und sie stanzt auch die Schublade dazu, ne? Wo das dann reinkommt. Genau, da habe ich gemacht 20 Schachteln in verschiedenen Farben, wie ihr seht, in Grau, in Schwarz, in Türkis, in Lila, ja genau. Die habe ich dann alle aufeinander gelegt, also 5, 5, 5, 5, habe das Ganze zusammengeklebt und dann zusätzlich noch mit Paketband umwickelt. Dann habe ich mir Graupappe zurechtgeschnitten, dass es also drauf passt. Rechts, links, oben, unten und hinten. Habe das Ganze mit schwarzem Panzerband beklebt, die Ecken. Habe ich doch, oder? Da ist das Papier. Nee, stimmt nicht. War kein Panzerband, war normales schwarzes Papier. Und habe dann das Dekopapier drauf. Also so sieht es aus, so sieht es von hinten aus. Seite. Und von unten, da ist dann auch noch mein Aufkleber wieder mit drauf. So, die Boxen, die Schachteln selber, die Schubladen, die habe ich ein Motivpapier mir zurechtgeschnitten, damit auf die einzelnen Schachteln drauf passt und dass es nachher trotzdem noch das Gesamtbild gibt von dem kompletten Designerpapier. Das Ganze zum Rausziehen, da habe ich überall Löcher gestanzt und habe dann so eine Mutter drauf, die habe ich mir im Baumarkt geholt, genauso wie innen eine Unterlagscheibe und eine Schraube, dass das natürlich alles auch hebt, ne? Genau. Das ist also die Nummer 20. Den 30. Die Nummer 30, genau so würde ich sagen. Für die Bianca. Ich hoffe, sie hat einen Schreibtisch, damit man das auch schön hinstellen kann. Reinpassen tut jede Menge Zeug. Das kann sie sich ja aussuchen, mit was sie das befüllt. Und ja, ich hoffe, es wird ihr gefallen. Mir hat es auch Spaß gemacht zum Bauen. Ist echt cool. Ja, ich hoffe, es hat allen gefallen, die das Video angucken. Und somit wünsche ich euch morgen ein schönes Happy Halloween.